Ja, hallo. Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie man zusammenarbeitet mit einem entfernten Repository, gibt es jetzt zum Abschluss dieser Einheit nochmal eine Wiederholung zu den entfernten Repositories. Fassen wir das nochmal zusammen. Das war ja unsere Ausgangssituation. Wir hatten hier als letztes eingecheckt, also als oberstes auf dem Stapel, die Version mit der Marmelade. Dann gab es die Version, die wir gerade ausgecheckt haben. Das ist ja unser aktueller Head, die auch T1 heißt, mit den vier Zutaten auf der Liste und hier den Anschaffungen. Und wir hatten ja schon eine neue Version erzeugt, also auf der Festplatte hatten wir hier schon die Eier hinzugefügt. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie noch ein Remote-Repository. Das haben wir so hinzugefügt, also hier mit @origin. Und dann erscheint erstmal nur das Repository. Mehr passiert nicht. Also wir wissen jetzt nur, dass es das gibt, aber es ist noch nichts drin. Auch nicht wundern, wenn das nicht funktioniert, gibt es die Fehlermeldung erst beim Push und nicht schon beim Remote-Add. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, jetzt kommt der Push. Also was wollen wir machen? Wir wollen das Origin zu einem Upstream machen. Das heißt, das sagt dieses minus U. Und auf der anderen Seite, also wir wollen hier auf der anderen Seite so einen Master Branch anlegen. Und dafür gibt es hier das Plus. Und was wollen wir einchecken? Das Head, also den da. Ne? Gut, wenn wir das machen, dann passiert Folgendes. Also die Versionshistorie bis zu unserem Head wird entsprechend auf der gegenüberliegenden Seite erzeugt. Und dann kann ich hier im Prinzip das auch auf der anderen Seite sehen, habe ich Ihnen eben in GitHub gezeigt. Gut, jetzt haben wir hier noch so eine Änderung. Das heißt also, jetzt wollen wir hier weitermachen. Wir wollen die jetzt einchecken, also wieder AM. Das heißt, alles, was hier schon mal auf der Stage war, wird eingecheckt und dann kommt das hier entsprechend im lokalen Repository an. Ne? Wir sehen jetzt, wir haben jetzt hier so eine Vorbei-Version. Ne? Das heißt also, jetzt haben wir hier vorbei an dem eine neue Version erzeugt. Gut. Jetzt hatten wir ja gesagt, wir wollen einen zweiten Anwender simulieren, haben hier auf der gegenüberliegenden Seite Remote editiert. Also editiert heißt im Prinzip direkt auch eingecheckt. Ne? So, haben wir gemacht. Also dieses Einchecken ist in einem Schritt gewesen. Ne? Also wir haben die Gurke hinzugefügt zu unserem Einkaufszettel. Die ist jetzt die Head-Version, die hier steht. So, und jetzt passen die natürlich nicht mehr so richtig zusammen. Und das werden wir jetzt auch merken. Also wir jetzt sagen, okay, schieb doch mal den Head auf den Master, also sprich den hier irgendwie drüben auf den Stapel, also auf den Master Branch. Dann sagt er, nö, das geht nicht. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Und die Überlegung ist, dass wir einfach sagen, naja, wir holen wir uns das hier rüber und arbeiten dann damit. Ja? Also gemerged wird quasi im lokalen Repository. Das habe ich jetzt gemacht mit git fetch. Und dann holt er das hier rüber und dann legt er das eben in diesem eigenen Kästchen ab, also in diesem Remote-Kästchen. Das heißt, er weiß, okay, das kommt ursprünglich hier von unserem Remote-Repository unter der URL, die ich eben eingegeben habe. So, und jetzt haben wir beide Versionen hier. Ja, also die hier ist quasi die, mit der wir arbeiten und die ist ja die, die wir hinzumergen wollen. Also sagen wir git merge origin master. Ne? Origin war ja der Name von unserem entfernten Repository und master ist der Hauptbranch, also ziehen wir uns das da rein. Ja, was passiert? Wir kriegen jetzt hier eine Version von der Datei. Also die andere hat er festgestellt, ist gleich, da hat er uns gar nichts gemeldet. Kriegen jetzt eine Version von der Datei, die irgendwie offensichtlich einen Konflikt hat. Ich habe das jetzt hier mal so orange gekennzeichnet. Also hier gibt es eine Gurke und Eier und es scheint irgendwie hier zusammengemerged worden zu sein. Ja, dann editieren wir das. Ja, und wenn wir das Problem gelöst haben, also sprich hier den Quellcode angepasst haben, dann gibt es jetzt hier eine neue Version. Da sind keine Konflikte mehr drin. Ne? Also wir haben uns jetzt dazu entschieden, sowohl Eier als auch Gurke zu kaufen. Gut, dann ein Commit und der Commit macht jetzt Folgendes. Er sagt, okay, also ich möchte gerne, dass hier eine neue Version erzeugt wird, die jetzt der Head und wir sehen, die hängt jetzt hier ab von dem Eier, von der alten Eier-Version, aber auch eben entsprechend von der uns eben zugestellten Gurken-Version. Gut. Die liegt jetzt lokal. Ja, spannend wäre natürlich, wenn wir die jetzt auch hier drüben hätten, damit alle anderen auch was davon haben. Das ist ja das, wo auch unsere Mitarbeiter, also die mit uns zusammen im Projekt arbeiten, darauf zugreifen können. Also wieder ein Push und dann sehen wir alles klar. Was jetzt passiert ist, er schickt diese Version mit, weil die braucht er ja als Grundlage für diese Version. Und wir sehen jetzt ist hier im Prinzip so eine abknickende Versionsfolge entstanden. Ne? Also diese Version basiert auf der, diese Version basiert auf der, die wiederum basiert auf der. Dann ergibt sich als Abschlussbild,
dass wir jetzt also hier unsere Versionsfolge sehen. Hier die Marmelade ist ja nie irgendwie publiziert worden, die gibt es nur lokal. Und hier am Ende ist jetzt unsere aktuelle Version, mit der wir auch hier arbeiten. Das ist deshalb der Head. Und die haben wir jetzt hier entsprechend drüben auch eingecheckt. Wir haben also hier Eier und Gurken in der gemergten Version. Schauen wir nochmal auf unser kleines Cheat-Sheet. Also das war ja das, was wir bis jetzt hatten. Wir hatten Sachen auf die Stage geworfen, wir haben die Sachen ins Repository committed und wir haben uns spezielle Sachen die wieder rausgeholt aus dem Repository. Was jetzt noch dazugekommen ist, ist der Push, der nichts anderes macht, als eine Version aus dem lokalen Repository in das Remote-Repository zu übertragen und eben entsprechend die grundlegenden Versionen mitzunehmen, sodass man die Versionshistorie, die hier herrscht, eben da auch nachvollziehen kann. Und dann gibt es das Fetch, was im Prinzip genau das Gegenteil macht, was uns eine Version von hier drüben holt und eben mit im lokalen Repository ablegt. Was wir jetzt zusätzlich zu dem Checkout noch gemacht haben, ist das Merge. Das heißt, das ist ja das, ich möchte eine Version aus dem lokalen Repository mit dem auf dem Filesystem verheiraten, also sprich zusammenfügen. Was ich Ihnen nicht vorenthalten will, was es auch gibt, ist das sogenannte Pull. Also die Funktion heißt einfach Pull. Und die holt aus dem Remote Repository die Sachen direkt auf das lokale Filesystem, also natürlich auch mit einem Fetch und ist im Prinzip einfach nur ein Fetch und ein Merge und legt die Sachen auch im lokalen Repository ab. Eine wichtige Funktion fehlt jetzt noch und das ist die Clone-Funktion, die habe ich jetzt mal hier oben hingemacht, denn oft fängt man ja mit einem Remote Repository an, also Sie finden irgendwo ein interessantes Projekt, sagen, ja, dann möchte ich gerne mal mitmachen oder ich möchte da gerne was dran entwickeln. Und dann fängt man normalerweise damit an, dass man ein Remote-Repository hat und sich das eben per Clone als allererstes mal auf die lokale Platte packt und dann entsprechend auch ein lokales Repository anlegt. Das war jetzt also die Einheit Grundbegriffe des Source Code Management am Beispiel Git. In der nächsten Einheit, die mit dem nächsten Film beginnt, schauen wir uns dann an, wie man einen Workflow damit aufbaut.